Wer ist Jesus? Und wer ist Mohammed? Und was haben die beiden miteinander zu tun? Abu Huraira sagte: Ich hörte den Gesandten Allahs, möge Friede auf ihm sein, sagen: Ich bin der, der Jesus, dem Sohn Marias, am nächsten steht. Propheten sind Brüder, Söhne eines Vaters von verschiedenen Ehefrauen. Es gibt keinen Propheten zwischen mir und ihm. Mohammed sagt: Propheten sind Brüder, sie haben verschiedene Mütter, aber einen Vater. Wer ist denn der Vater und wie alt ist er genau geworden? Denn immerhin liegen zwischen Jesus und Mohammed 600 Jahre. Liebe Muslime, wie heißt der Vater von Jesus und Mohammed? Mohammed sagt, er steht Jesus am nächsten. Woran genau zeigt sich das? Kannst du mir etwas sagen, dass Mohammed und Jesus gleich gelehrt haben? Kannst du mir etwas nennen, dass Jesus und Mohammed gleich getan haben? Hat Jesus gelehrt, Juden und Christen zu töten? Hat er gesagt, dass die Sonne im Matsch versinkt? Hat er gesagt, dass alle Frauen sich ihm zum Geschlechtsverkehr schenken dürfen? Hat Jesus ein 6-jähriges Kind geheiratet? Hat Jesus gegen Ungläubige gekämpft? Hat er gelehrt, dass man lügen darf und Eide brechen? Kannst du mir irgendetwas nennen, was Jesus und Mohammed gemeinsam haben? Oh, bis auf das eine, dass nämlich beide gelehrt haben, dass niemand Gottes Worte seine heiligen Schriften verfälschen kann. Das haben tatsächlich alle beide gelehrt. Fällt dir noch irgendetwas anderes ein? Oder falls du darüber nachzudenken wagst, wer von beiden lehrt Gutes? Jesus oder Mohammed? Als Moslem wird der Tag heute für dich vielleicht etwas langweilig. Lies doch einmal nach, was Jesus gelehrt hat. Du findest die berühmte Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Den Link zu einer Bibel-App findest du in der Beschreibung. Außerdem gibt es heute um 15 Uhr noch ein weiteres Video mit der berühmten Weihnachtsgeschichte nach Lukas.